Hallo und willkommen zur neuen Folge Last Epoch. So, ich schaue auch mal wieder rein. Ist ja letzten Monat full released worden. Und ja, wir hatten ja im Januar, habe ich ja mein Early Access Let's Play quasi wieder beendet gehabt. Und da ist jetzt full released, deshalb schaue ich auch nochmal wieder rein. Und ich habe schon gemerkt, auf jeden Fall haben wir jetzt so eine Art Season Days mal wahrscheinlich so gesehen. Nur dass der halt eben hier Zyklus heißt. Deswegen habe ich mir auch gedacht, jetzt wir machen jetzt einen neuen Charakter anstatt mit dem, den ich damals hatte, weiter zu spielen. Um einfach auch nochmal eine andere Klasse irgendwie kennenzulernen. Deswegen hier einen neuen anderen Charakter erstellen. Ja, das ich brauche 1.0 auswählen. Wähle eine Klasse. So, wir waren ja der hier. Na, quasi, der hatten wir ja vorher. Wollen wir aber nicht nochmal. Mal klar, wir hätten jetzt auch diese neue Unterklasse, die gab es doch vorher auch nicht. Und in dem Early Access gab es ja nur hier Necromancer, also Necromantin und hier den Lich, aber egal. So, aber ich will so ein bisschen bei Minions bleiben. Aber halt nicht nur, also ich bin ja da so ein Uni-Minion-Bild gegangen. Aber deswegen würde ich sagen, spielen wir glaube ich ihn hier, weil er hat ja auf jeden Fall auch so ein Pad dabei. Wo wir dann später hingehen, ja gut, schauen wir dann. Aber auf jeden Fall erstmal den Primalisten, so. Wie nennen wir dich denn? Das nennen wir einfach wieder Neko. Kann ich den immer Neko nennen einfach? Ich bin bereits verwendet. Kann ich ein Leerzeichen machen? Ist das erlaubt? Ne, Leerzeichen geht gar nicht. Wie hieß mein anderer Charakter? Dann hieß mein anderer Charakter schon Neko oder so? Ja, war so. Hup. So, wir spielen normal. Herausforderung will ich auch nicht. Charakter gefunden. Solo-Charakter gefunden. Das heißt, Charakter gefunden, was ist das für eine Herausforderung? Egal, wir spielen aber ganz normaler Modus. Ich will hier nichts Besonderes haben. Fertig. Kein Hardcore. So, also du hast die Story und so, werden wir auf jeden Fall jetzt alles überspringen. Also ich, weil die kenne ich ja alle aus dem Early Access. Wenn dann, hat sie jetzt Ende, ja, da habe ich ja irgendwann nicht mehr weitergemacht. Also da werde ich dann vielleicht mal irgendwann wieder reinschauen in die Story. Aber ich schätze mal, der Start, mein, vielleicht hat sich der Start ja jetzt geändert. Ich hoffe aber mal nicht, auf jeden Fall haben wir ja schon geskippt. Aber ich schätze ja mal, dass der Anfang der Story wahrscheinlich derselbe ist. Ja, die Hüter Kapitel 1, ja, das wird alles dasselbe erstmal sein. So, warte mal, erstmal hier Wolf beschwören. Kann man Wolf denn? Die Blätterfähigkeit deiner Urwölfe. Deine Wölfe heulen, um sich selbst und Verbündeten in ihrer Nähe zu ermutigen, indem sie ihnen Raserei und 25% mehr Nahkampfschaden für 3 Sekunden gewähren. Das Geheul heilt auch Verbündete in deiner Nähe. Und wie viel? Warte mal hier. Weitere Informationen: Alt. Hält 2% Mana-Effizienz pro Punkt. Zu den Verbündeten zählen dein Charakter und deine anderen Diener. Raserei gewährt einem 20% erhöhtes Angriffs- und Zaubertempo. Der Waffe lässt sich nicht stapeln, auch wenn du mehrere Wölfe hast. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt quasi nochmal Q drücke, heilt der oder wie? Jetzt bin ich gebufft. Okay, dann sehe ich mal einen Buff. Und das Ding hat 10 Sekunden Cooldown. Wie viel Mana kostet nämlich das? 40, also quasi fast mein ganzes Mana, was ich momentan habe. Sieht ganz schön hässlich aus, der Wolf, ne? Ey, was soll das? Ich wollte mich halt angucken. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Fell verloren. Also, ja, nee, der hat eine. Ja, Rüstung nächstes Mal nicht so eine Decke über, sondern. Ja, ist das eine Art Rüstung? Ich habe erst gedacht, das wäre quasi so seine Haut, weil er da Fell verloren hat. Heiltränke, ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. So, bla 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 bla. Gehen wir weiter. Wie viel heile ich mich denn jetzt? Oh, ich bin sogar wieder Full-Life geworden. Das ist die Frage, wie viel ich mich wirklich heile im Endeffekt. Da steht ja leider nicht nirgends vorbei, ne? Aber bei der Information nicht. Das Ding, das bist du eigentlich schon besser als das, was ich hab? Dasselbe. Cool. Oh, das kämpft ja auch nicht mal alleine. Okay. So, wer ist hier oben gerade gelandet? Sollen wir irgendjemand gelandet, wo mein Wolf hier mal drauf ist? Aufkommender Sturm und wir haben einen Ring gefunden. Weil habe ich die automatisch angezogen, wenn ich nichts hatte? Ja, habe ich. Okay, so was kann der Sturm denn? Greif deinen Gegner mit einem mächtigen, von Blitzen getriebenen Sturm an. Wenn du aufkommender Sturm einsetzt und mindestens einen Gegner triffst, erhältst du einen Sturmstapel. Jeder Sekunde wird ein Sturmstapel aufgebraucht, um mit einem
Blitzkeil einen nahen Gegner zu treffen. Und dieser Intervall wird für jeden Stapel, den du aktuell hast, um 2 Sekunden verringert. Okay, kostet mir auch keinen Mana. Ist aber ein Angriff. Gut, dann ist es quasi. Was sagen wir, dann reicht das ja eigentlich da rein, für meinen Standardangriff quasi so gesehen, ne? Was waren hier nochmal meine Skill-Taste? War es K? Ne, K ist mein Aussehen. Das war der Skillbaum. Also doch, den wollte ich haben. Gehen wir da nämlich und machen das jetzt da rein. Schon rausziehen konnte ich irgendwie letztes Mal auch nicht. Ich wusste auch nicht, wie ich das irgendwie wieder rausziehe. Ne? Überspielen wir irgendwann. So. Das stimmt, kommt gleich so ein fetter Bär, ne, Junge. Ja, da kann ich nicht mehr so lange. Das ist doch schon eine Weile her, aber. Von der Not. Da schon Fähigkeiten. Naja, hab ich schon. Ein Stab. Kann ich mit dem Stab auch zuschlagen? Eigentlich schon, ne? Ist der besser als meiner? Zauberschaden, der hat nur Zauberschaden, logischerweise, ne? Brennende Wald. Der war schnell gestorben. Muss ich mit ihm reden? Ne, muss ich nicht, ne? Da ist er hier gleich. Dornsprung. Was macht ein Dornsprung? Der Charakter springt an Zielort und fügt bei Aufprallgegnern in der Nähe Schaden zu. 20 Mana, 6 Sekunden. Na gut, es hat einfach einen Mobility-Spell quasi, ne? Kann ein bisschen hin und her jumpen. Okay. Fahre ist jetzt, lasse ich den auf E. Wobei ich mir den so mache. Also ich glaube, ich setze den mache ich glaube ich auf. Ne, das war nicht das richtige Skill-System. Aber stimmt, ich kann mir aufverteilen, passive Skill-Punkte schon, ne? Stimmt ja. Ein nur, wieso ein? Bin ich schon Level 3? Habe ich schon 2 Skill-Punkte quasi? Ich setze mir auf R, ne? Dann kann ich auf R quasi nachher hinterher jumpen. So, aber wir können einen Skillpunkt reinsetzen. Okay. Die Gesundheit 10 pro Punkt. Und Vitalität. Über seine Gesundheit. Hätten wir irgendwas mit V gesehen. Okay, also ich und mein Wolf. Einstimmung 1 pro Punkt. Womit gehen meine Sachen, ist die Frage. Blitzwiderstand, Kältewiderstand. Und ich kriege Stärke. Wir haben zwar diesmal auch wieder so ein Minion dabei, aber wir diesmal schon ein bisschen mehr darauf gehen, als wir selber Damage machen. Der Minion quasi ist ja Wolf, der bufft uns jetzt ja. Und weiß nicht, wenn wir von der Theorie her halt hier, ihn hier sehen, der hat ganz viele verschiedene hier noch. Sind quasi nur irgendwie zu benutzen, um uns zu buffen, so von der Theorie her. Und dann sind wir selber halt dann irgendwie Damage machen mit irgendwelchen Spells. Sind so viel auf Begleiter, brauche ich nicht unbedingt. Hier haben wir Stärke und LP-Regeneration. Du skillierst ja wahrscheinlich mit Stärke, oder nicht? Ja, Stärke Skalierung. Und du? Auch mit Stärke. Du von der Theorie her? Mit Einstimmung. Okay, das heißt, meine Wölfe sind Einstimmung, ich bin Stärke. Also wahrscheinlich sind alle meine Pets nachher Einstimmung so gesehen. Weiß ich das hier nicht auch schon? Ne, guck mal, der Berg skaliert vielleicht auch mit Stärke. Das Ding auch. Das Ding auch. Das Ding auch. Sei es, der skaliert mit Stärke nur der Wolf nicht, oder wie? Geil. Doch, hätte er hier auch. Ob sie auch Stärke Skalierung? Hä? Ja, ich muss ja den. Er hat 2% Mana-Effizienz. Ach, der Spell an sich. Warte mal, kann ich den Wolf irgendwie löschen, dass er weg ist? Dass ich sehe, was der Wolf an sich denn. Okay, das heißt aber, der Spell an sich kostet einfach nur weniger Mana durch Einstimmung. Das heißt, das hätte wahrscheinlich bei jedem von den Dingern so sein. Das ist aber, das Spell quasi weniger Mana kostet, aber die reine Stärke von dem Pet ist auch von der Stärke. Halt, also es ist die Stärke-Skalierung. Okay. Freizeit macht das Spiel auch nur das Mana weniger überall, die Einstimmung an sich. Hm. Naja, ich glaube, wir gehen aber erstmal den für den hier, dass er einfach meine Stärke hoch
Waffe. Und fertig. So, ja, bla bla. Bla 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 bla. Kann man das irgendwie eigentlich einstellen, dass der Eis gibt oder so, ey? Siehst du gerade Tutorial, wie gesagt, ich kenne die Story jetzt schon, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Gameplay. EP-Leiste, Feinden anzeigen, bla 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 bla. Beutefilter verwalten, kein Filter. Geist auf die Runde, weil eine Maus hier ist, ey. Irgendein Gegenstandsnamen. Ich hätte nicht so, wenn ich so das bei wie Tutorial überspringen oder so. Egal. Lass mal zu weit springen. Schaden macht das Ding auch nicht unbedingt, ne? Wie viel Schaden macht das Teil? 35. Ja, bis mir jetzt mal angehört. Ich glaube, echt einfach nur, um irgendwo reinzuspringen. Also quasi ein bisschen Mobilität zu besitzen. So von der Theorie her. Nicht unbedingt da, um Schaden zu machen, das Ding. Wir fahren natürlich immer, wie das später wird, wenn man halt hier oben durchskillt irgendwann, ne? Was dann daraus wird aus dem Spell. Das kann ja nochmal viel Unterschied machen. Weiß halt, wie weit kann ich damit springen, so in der Theorie, ja? Ich werde mal auswählen, so was das Maximum ist, was man von Dingen ist. Aber was hoch und runter und sowas angeht. Kann ich jetzt zum Beispiel da hinten hinspringen? Jo, kann ich tatsächlich. Okay, der Jump geht also einfach dahin, wo ich hin will. So gesehen. So, aber erstmal haben wir jetzt hier noch einen Totem bekommen. Dorn-Totem beschwören, beschwört ein Totem, das Dorn auf Gegner in der Nähe schießt. Standardmäßig kannst du zwei Dorn-Totems gleichzeitig haben. Drücke A, um deinen Diener einen Angriffsbefehl zu geben. Okay, das heißt aber, so eine Art Geschützturm haben wir. Mit dem erstmal dahin. So, und das Ding ist. Was machen wir da zuerst rein? Was haben wir da? Das ist ja unser Standardangriff. Was haben wir da noch so für Standardangriffe? Du bist auch ein Standardangriff mit einem Prankenhieb. Ein Normalangriff, der alle Gegner in einem Bereich vor dir trifft, unbeeinflusst von der Waffenreichweite. Okay, die haben ja Blitzschaden quasi, hier haben wir wahrscheinlich den physischen Schaden, ne? So gesehen. Hier haben wir nochmal Sturmschaden, also auch nochmal Blitzschaden, ist aber wieder eine Fähigkeit. Malstrom. Ist Kälteschaden. Oh, wir können sehen, das kann natürlich auch sein, dass da nachher irgendwie ein Skill bei ist, dann wäre das so Feuerschaden so gesehen, ne? Oder was weiß ich. Umbruch, zerfetzt den Boden. Okay, aber ich sehe schon, also heißt unser Standardangriff von der Theorie her, wäre der hier oder der hier. Ich hab keinen Mana kosten, also dann kostet irgendwie Mana. Und dann bist du irgendwann das ist auch kacke. Das heißt, wird auf jeden Fall. Das ist die Frage: Nehmen wir einen Prankenhieb oder nehmen wir aufkommender Sturm? Das Ding hört sich erstmal recht langweilig an. Das ist einfach nur ein Hieb oder so, weißt du? Ich glaube, wir nehmen das ja auch einfach erstmal rein, das erste Teil. Okay. Ja, gut, jetzt an sich müssen wir jetzt einmal alles durchgehen, um überhaupt zu sehen, wo ich hin will, ne? Brauchst du einen Sturmstab, besteht die Chance, dass du einen Blitzkeil auf einen weiteren Gegner wirkst. Okay. Aufkommender Sturm verursacht mehr Schaden mit anderen Modi und du verbrauchst häufiger Sturmstab. Blitzkeile visieren Gegner in einem kleinen Wirkungsbereich an. Mhm. Hier brauchst du einen Sturmstab, besteht die Chance, dass du Malstrom wirkst. Okay. Für jeden Stapel Malstrom aus jeder Quelle auf deinem Charakter verfügt aufkommender Sturm über eine verbesserte kritische Trefferbasischance 1%. Das ist nicht so viel irgendwie gefühlt. Wie viel Marschstrom kann ich denn hier haben, so weißt du? Verbrauchst du einen Sturmstab, besteht die Chance, dass du einen Stapel zugewinnst, anstatt einen zu verlieren. Hier wäre nachher 18%. Verbrauchst du einen Sturmstab, besteht die Chance, du Hast erhältst, was Hast? Aber mehr schnell laufen, okay. Wirkst deine Begleiterfähigkeit, verbrauchst du 0,3 Sekunden lang Sturmstapel. Auf diese Weise gewirkte Blitzkeile verursachen mehr Schaden. Okay, okay, okay. Triffst du einen Boss oder einen seltenen Gegner mit Blitzkeil, besteht die Chance, dass er nach 0,25 Sekunden erneut denselben Gegner. Erneut auf denselben Gegner gewirkt wird, okay.
Okay, 20% Chance quasi. Führst du einen Stab, wird er nach einem Angriff von aufkommender Sturm mit einem direkten Fernwirken vom Blitzkeil ersetzt. Dafür verbraucht aufkommender Sturm mehr Mana. Was heißt mehr Mana? Ich hab momentan habe ich 0 Mana. Ja gut, ist halt mehr Mana, ne? Aber das ist eine komische Aussage. Blitzkeil visiert weitere entfernte Gegner an. Ja gut, ich bin halt schon Nahkämpfer, so also zumindest jetzt. Also ich habe jetzt nicht die Klasse ausgewählt, weil ich ein Fernkämpfer werden wollte, so gesehen. Ist natürlich cool, dass es die Art und Weise gibt, so von der Theorie her, aber muss das nicht sein. So, warte mal, von der Theorie her gehen wir sonst einfach hier rum. Aufkommender Sturm verfügt über erhöhtes Angriffstempo. Aufkommender Sturm durchdringt gegnerische Blitzwiderstand. Doch ist das nicht so wichtig, weil wie oft hat der Gegner das Blitzwiderstand? Das ist halt mal, ist das mal und mal nicht, also, ne? Bisschen random. Blitzkeil verbraucht nur einen Teil deines aktuellen Manas. Einen Teil deines aktuellen Manas. Obwohl du sagst, pro 10 aktuelles Mana mehr Schaden. Ich verbrauche 1% meines Manas. Und pro 10 aktuellen Mana mache ich mehr Schaden. Hä? Okay, aber ich verbrauche jetzt ja quasi 0,5 Mana. Weil ich nur 1% Mana verbrauche. Pro Angriff. Das heißt, wenn ich 20 Mal angegriffen habe. Nee, hä? Das muss ich jetzt umrechnen. Das heißt, pro 10 Mana mache ich 3%. Okay, keine Ahnung. Vielleicht später, wenn ich mehr Mana habe, okay. Vater, wenn ich das habe und ich skill das dazu, 10 die 6 Mana, die ich hier habe, zu den 10 Mana hier mit zu. Da brauchst du einen Sturmstapel bei Beidhändigkeit. Besteht die Chance, dass du Blitzkai auf 2 Gegner wirkst. Das heißt, wenn ich ein Schwert und ein Schwert hast du von der Theorie zum Beispiel. Das ist halt die Frage, was ich später für Waffen habe, ne? Ob sich das dann lohnt oder nicht. Aber okay, hier steht, besteht die Chance, dass ich das wirke, aber da steht nirgendwo, wie hoch jetzt diese Chance ist. Unten steht ja nur drin, zusätzlicher Blitzkeil bei Beidhändigkeit. Oh ja, geil. Wirkst du auf, kommt ein Sturm direkt, erhältst du für jedes aktive Sturmstab im Mana. Wie soll ich das denn indirekt wirken? Natürlich wirke ich das immer direkt. Das heißt, ich krieg den Mana wieder ein pro Sturmstab, den ich gerade habe. Und maximal 5. Okay. Krieg ich meinen Mana wieder. Für jeden aktiven Sturmstapel verfügst du über erhöhte globale Betäubungschance und zusätzliche Einfrierenrate. Warum denn Einfrierenrate? Wie mache ich denn mit dem Blitzschaden jetzt eine Einfrierenrate? Macht ja richtig Sinn. Okay. Bei Treffer mit aufkommender Sturm besteht die Chance, dass du Mana verbrauchst, um zusätzlich Sturmstapel zu erhalten. Okay, auch wieder Mana verbrauchen. Hier krieg ich vielleicht extra Schaden, hier kriege ich Sturmstapel dazu. 6 pro Punkt verbrauche ich denn. Und 1 pro Punkt kriege ich dazu. Das kriegt dann quasi 2 Sturmstapel, wenn ich da einen Punkt reinstecke. Verbraucht aber 6 Mana, ja, wenn ich es richtig verstehe. Aber jetzt auch nur wieder. Nee, nur die Chance, dass ich Mana verbrauche. Das ist nur die Chance ist da, dass ich 6 Mana verbrauche und dafür einen Sturmstapel extra bekomme. Okay. Also wenn ich irgendwas von den beiden, die wahrscheinlich später nehmen werde, will ich auf jeden Fall auch das Ding, dass ich Mana wiederbekommen kann, so von der Theorie, oder? Der Nahkampfangriff von aufkommender Sturm verursacht Schaden in einem größeren Wirkungsbereich. Triffst du mit einem Nahkampfangriff mindestens 3 Gegner, besteht die Chance, dass du einen zusätzlichen Sturmstapel erhältst. Ja, für AOE ist der natürlich cool, für den Bosskampf eher nicht so cool, ne? Lässt aufkommender Sturm ein und triffst mindestens einen Gegner. Erhältst du einen Stapel Blitzschwingen. Jeder Angriff deiner Sturmkrähen. Was? Verbraucht einen Stapel Blitzschwingen. Was sind denn Sturmkrähen? Dadurch kann ihr Standardangriff 2 zusätzliche Male weiterspringen. Wait, waren das Blitzkrähen ein extra Angriff hin oder irgendwie? Da unten, da. Ja, bei 15, wenn wir 15 Passiv-Entry haben, kriegen wir Sturmkrähen an sich. Okay, ja gut, das ist dann davon abhängig. Also da will ich wahrscheinlich erstmal noch gar nicht hin. Wir haben eh nur einen Punkt, aber ich will ja schon mal wenigstens wissen, muss ich nach links oder rechts oder nach oben gehen. So, weil dann war ich da, das hatte ich auch gerade durchgelesen, oder? Und außer das. Für jeden dritten Nachabangriff auf der von dir ausgerüsteten Axt oder Streitkolben verbraucht aufkommender Sturm zusätzlich Zauberschaden. Wie verbrauche ich denn Zauberschaden? Verursacht, oder nicht? Das ist, glaube ich, falsche Übersetzung. Ja, aber Zauberschaden ist mir ja scheißegal, darauf will ich ja eh nicht gehen, also. Bei Treffern mit Blitzkeil besteht die Chance, Gegner zu elektrifizieren.
Außerdem fügt Aufkommen an sturmelektrisierten Gegnern mehr Nahkampfschaden zu. Okay. Okay, das heißt, wenn ich da 4 Punkte reinsetze, ist jeder Gegner auf jeden Fall elektrifiziert, ne? Weil ich habe 25% pro Punkt. Und ich mache dann im Endeffekt 40% mehr Schaden an diesem Gegner. Ne? Das ist natürlich auch schon ganz geil. Okay, hier mache ich das zum Frostschaden, so von der Tür her. Ja, frage ich, will ich das? Oder will ich auf Blitzschaden gehen? Ich brauche jetzt gleich mal durchlesen, weil es aber Frostschaden hinten, bla bla bla. Und hier wird der Basisschaden in physischen Schaden umgebracht. Hier haben wir physischen und Blitzschaden, Frostschaden. Okay, glaube ich, gehe erstmal hier drauf. Dann später irgendwie auf das Mana-Ding hier und dann entweder auf das hier oder auf das da. Dass ich wieder halt mehr Sturmstapel erzeugt mit Mana oder dass ich mehr Schaden einfach mache. Da müssen wir dann so schauen. Aber erstmal mache ich den hier oben, glaube ich, aber voll mit 4 Punkten. Im Endeffekt. Wäre jetzt mein Plan so, keine Ahnung. So. Erstmal wieder hier 10 Minuten da drin verbraucht. Wir werden noch machen, auf jeden Fall das Anfangsgebiet hier noch ein bisschen weiter. Was macht man? Ist das Totem jetzt hier? Also das werde ich auf 2 drücken, genau wie. Der steht jetzt selber. Das hätte quasi für immer, bis es kaputt geht, ja. Ich kann 2 Stück davon haben. Kostet mir auch nur Mana, keine Ablegzeit. Okay, ja, wir gehen wieder kaputt nach einiger Zeit. Okay, hey, der stand aber nirgends vorbei. Ist ja aber wieder Shot. Geh noch einen Augenblick. Steht aber Alt-Demo bei. Tons aktivieren mit der Werten deiner Diener. Das hält 6 Sekunden. Okay, ja. Naja. Wahrscheinlich kein Skill, den er behalten will. Okay, der schießt auch gefühlt einfach in irgendwelche random Richtung oder was? Sehr strange. Das habe ich gerade bekommen. Betäubung. Cool. So, da haben wir den ersten Bosskampf. Die ersten 2 Geschütztürme. Well done. We're almost there. I'll see you ahead. I see you ahead. Ah ja, ich erinnere mich. Er muss aufklicken, dauert bis es lädt. Das kenne ich noch von. Da haben wir uns einfach ja auch mal gewundert. So, warum passiert nichts? So, was haben wir gerade eigentlich bekommen? Hätte ich einfach so jetzt machen? Ich kann keine 2 Beile tragen. Schade. Ist das ein Beil auf jeden Fall Einhand, aber ich kann es nicht. Okay, das heißt, da kann man echt nur Schild dran. Kann ich nicht so 2 Schwerter oder 2 Beile oder so tragen? Naja. Du bist auf jeden Fall besser als das Ding. So. Das geht mir eh schon alles durch, was die Story angeht. Kann ich eigentlich auch so überspringen? Ne, jetzt einfach abbrechen hier, ne? Enter oder so. Enter ist aber Chat öffnen. Ich glaube, ich muss schon wieder raufdrücken, ne? Kann ich auch wieder zugehen? Chat, geh weg. Ist von alleine, geh weg. Auf jeden Fall. Ja, perfekt. Da bin ich automatisch schon aktiviert. Ey! Kennen wir schon alles. Schön. So, wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. So, okay, aber in die nächste Gebiet gehen wir dann morgen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.